wie bist du dann wirklich mit dem, weil du arbeitest jetzt im Rap-Bereich, ne? Mhm. Hast du auch selber gerappt vorher, oder? Nee, nie gerappt. Das heißt, wie bist du mit den Leuten in Kontakt gekommen? Wie bist du in diese Szene eingestiegen? Boah, das war eine lustige Geschichte. Das war, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren. 4 Jahren, ja. Da war ich 18, frisch 18, habe einen neuen Führerschein gehabt. Und da kam ein Album raus von Manuelsen. Das ist aus dem Ruhrpott wie du. Und der hat ein Album rausgebracht. Und ich so auf Facebook so, ey, voll geil, ich habe zwar kein Geld, um mir das zu kaufen, so, aber ich krieg das schon irgendwie. Und der dachte, ich will das klauen. So, aber nee, ich dachte, ich bekomme das schon irgendwie. So, dann hat er auf meinen Kommentar kommentiert und meinte, Dicker, mach dir keine Sorgen, komm morgen bei mir im Studio vorbei und dann kriegst du das. So, ja, Killer, Alter. Noch nie einen Rapper gesehen, so, komm, dann gehen wir, habe ich so meine Jungs gepackt. Also komm, sind wir in meinen VW Polo eingestiegen, den ich damals hatte, und sind wir nach Neukölln gefahren, so geklingelt. Und dann war der Produzent und Manager von ihm da, die hieß, oder der heißt Michael Jackson. Voll. Und das ist halt einfach nicht Michael Jackson, sondern ein Schwarzer, der Michael Jackson heißt. Und hab dann so mit dem gequatscht und bla bla. Und da hatte ich noch gar keinen Plan, dass ich irgendwas damit zu tun habe. Ne? Ich hab einfach nur gequatscht, mein geile Mucke, gib mal Album her, so, wir auch nicht wieder ab. So. 1,5 Jahre später habe ich dann so aus Zufall in der U-Bahn am Mehringer Platz war so ein Spätiverkäufer. Und der ist voll laut Rap gehört und bin da reingegangen und ey, voll geil und so. Das ist voll krass. Also ja, ich will jetzt ein Video drehen. Ich sage, ja, ich kann Videos drehen. Obwohl ich keine Videos drehen konnte. Ich habe keine Ahnung davon. Ich kann Videos drehen, komm, ich mache ein Video. So, dann habe ich irgendwo so einen Kamera. Mein Cousin ist Vietnamese, ne? Und ist Kameramann. Der ist voll Kamerabegabt. Ich sage, ja, komm, ich mache jetzt ein Video für den. Der so, ja, okay, aber wie viel Geld? So, kein Geld, komm, ich mache einfach ein Video für den. Habe ein Video für den gedreht. So, und ich habe halt immer so Anweisungen gemacht, obwohl ich noch nie irgendwie eine Ahnung hatte. Und dieser Typ war so begeistert davon. Meinst du, boah, krass, Alter, du bist 17, 18, Alter, und du machst voll krass. So, ja, normal, ne? Voll so auf selbstverständlich getan. Und ein halbes Jahr später habe ich dann in einem Späti gearbeitet und dieser Michael Jackson kam rein. Und ich habe den gesehen, ich meinte, ey, kannst du bei dir ein Praktikum machen? Ich so, ja, warum nicht? Da habe ich bei dir ein Praktikum gemacht und habe so für die ersten bisschen namenhafteren Leute gedreht. Das heißt gedreht, ich habe eigentlich nur Sachen getragen. So, ne? Aber ich habe einmal Freunden gesagt, ja, ich habe das gemacht. Das neue Case Real Video habe ich gemacht. So, ne? Obwohl ich nur Sachen getragen habe. Und das hat mir so gefallen, dass dieses so etwas bleibt im Internet, so, wo dein Name drunter steht. Das ist voll cool, so, weißt du? Das hat mir so gefallen, dass ich einfach weitergemacht habe, so mit den ganzen Untergrundkünstlern so gearbeitet habe. Aber ich wusste ehrlich gesagt noch nicht genau, was ich tue. Also ich war bei den ganzen Videodrehs dabei, aber ich hatte noch keine richtige Aufgabe, bis ich dann irgendwann den Entschluss gefasst habe, ey, ich studiere das. Ich habe gerade mein Abi abgeschlossen und ich studiere das jetzt. Bin auf eine private Uni gegangen und habe so die ersten 10.000 Euro bezahlt. So, und ich hatte aber keinen Cent. So, ne? Deswegen habe ich einfach angefangen, an der Tür zu arbeiten, in mehreren Clubs, habe da auch voll viele Leute kennengelernt. Und habe einfach nachts gearbeitet, so von 11 bis 6, bin um 8 in die Uni gegangen, habe studiert, bin dann nach Hause gegangen, habe ein bisschen geschlafen und dann wieder an die Tür. Und das ist einfach jeden Tag. So habe dann mein erstes Semester finanziert und irgendwann habe ich gesagt, ich kann einfach nicht mehr weitermachen. So. Außerdem bringt mir dieses ganze Zeug hier sowieso nicht das, was ich will. So, und das macht alles keinen Sinn und ich auf. So habe ich aufgehört und hatte erstmal nichts mehr mit Rap zu tun. Gar nichts. Und habe wieder an der Tür gearbeitet und habe auf einmal so einen Obstsaftverkauf gestartet. Also ich habe mit einem Kumpel gesagt, von meinem Kumpel, die Mutter hatte eine Bar und die hat erst um 19 Uhr geöffnet. Da hatte ich die Idee, komm, Alter, dann fangen wir einfach um 8 Uhr morgens schon an und verkaufen bis 18 Uhr Säfte. So, lief voll cool, lief ganz gut so. Hab mich halt so mit so Kleinigkeiten über Wasser gehalten. Aber ansonsten war ich so ein notorischer Penner, hatte kein Geld und habe dann tatsächlich wieder auf Wunsch meiner Mutter studiert, BWL, dual, erstes Semester und habe dann halt ein Praktikum gesucht, ne? Meine Bewerbung geschrieben und mich bei Universal beworben und die haben mich tatsächlich genommen und ich so voll durchgeflippt und meinte, ey krass, Alter, Universal hat mich genommen, so, ja, jetzt geht's los. Hat dann aber nicht funktioniert, weil die wollten, dass ich länger arbeite, als die Uni erlaubt hat und ganz komisch.
So hat er nicht geklappt. So einen Tag, bevor ich meinen Praktikumsvertrag abgeben muss. Dann habe ich komischerweise einen Monat vorher den Manager von Bowser und der Carmen Gang auf Facebook geaddet, so, und der hat mich auch angenommen. Und der hat original 4 Stunden vor Abgabe von dem Praktikumsvertrag auf Facebook gepostet, suche Pflichtpraktikanten für Bowser, Carmen, für Videografen und so. Ich so, hä? Alter, kommt das gerade vom Himmel oder was ist hier los? Hab den direkt angeschaut, meint, ey Dicker, hier so und so und so. Der schickt mir Bewerbung rum, Bewerbung abgeschickt, 2 Stunden später kriege ich Nachricht, Bewerbungsgespräch. Ich dann aber der Uni schon gesagt, ja, ich wurde schon genommen. So, obwohl ich noch keine Zusage hatte. Bin einen Tag später zum Bewerbungsgespräch gegangen. Die meinen so, ja, Killer, machen wir. Bewerbungsunterlagen abgeschickt der Uni. Vielen Dank. Dann hat meine Praxisphase begonnen. Und die haben mich nach einem Monat direkt schon übernommen, obwohl es praktisch eigentlich 3 Monate geht. Und dann habe ich jetzt die letzten 1,5 Jahre Videos gedreht und seitdem bin ich so ein bisschen bekannter in der Szene. Du hast diese Attitüde, dass du ein paar Sachen dich hinstellst und sagst, okay, mach ich. Oder das ist irgendwie eine coole Haltung im Leben gegenüber. Naja, man hat halt nichts zu verlieren, so, ne? Das hat schon mein Vater so, ne? Mach einfach Dinge so und dann, wenn du es nicht schaffst, so, dann hast du es halt nicht geschafft, so. Du bist immer noch voll jung, kannst halt immer noch 1000 andere Dinge tun. Und keine Ahnung, das liegt halt so bei uns in den Genen, glaube ich. Dass wir einfach machen. So, wir tun es einfach so. Und wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht.